Ich glaube, mein Ohr pfeift immer noch. Ja, herzlichen Dank, HP. Und was könnte zu einem Spiel, bei dem es ums Musik hören geht, besser passen als zwei Menschen mit? Was? Ohren? Hm? Ohren. Sehr gut geantwortet. Und hier sind sie, Moderatorin Melissa Chalatsch und Musikquiz-Moderator Amius Habtu. Benimm dich. Benimm dich, bitte. Moin. Servus, hallo. Nicht, dass das eine Retourkutsche ist hier. Vielleicht. Herzlich willkommen. Warte mal. Hallöchen. Melissa, komm hier rüber. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ihr beiden, es geht auf jeden Fall in diesem Spiel um Musik. Und ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen genauer diese Regeln. In diesem Spiel müsst ihr nämlich Songs erkennen. Präziser gesagt, die A-Cappella-Version davon. Das wäre aber zu einfach. Wir sind hier ja bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Diese Songs hat ProSieben in sehr seltsamen Situationen einsingen lassen, beziehungsweise vielleicht mit dem einen oder anderen Soundeffekt ein bisschen verfremdet, und deshalb sind sie auch schwieriger zu erkennen. Bitte begebt euch schon mal auf eure Spielpositionen. Das machen wir. Und dann kann ich euch an einem Beispiel erklären, wie das Ganze hier abläuft. Ich glaube, mein Ohr pfeift immer noch. Und zwar seht ihr dann auf diesem Boden unterschiedliche, sage ich mal, Figuren und Dinge, die ihr treffen könnt mit einem Hacky-Sack, den jedes Team hat. Wenn ihr auf diese komplett dunkle Fläche trefft, dann hört ihr den Song wie mit Stimmen im Kopf. Oder es gibt Ziegen, Wutanfall im Auto, beim Streicheln ein extrem süßer Hund, Chipmunks auf Speed, von Bären verfolgt, unter Wasser. Aha. Joko und Klaas starten. Ihr werft euren Hacky-Sack-Ball, trefft ein Feld, dann wird der Song so abgespielt. Wenn ihr wisst, um welchen Song es geht, könnt ihr antworten. Wenn nicht, sind die anderen dran. Sagt ihr das Richtige, gibt es einen Punkt. Sagt ihr den falschen Song, kriegt das gegnerische Team einen Punkt. Verstanden? Joko und Klaas starten. Ja. Wir spielen Best of Seven, also welches Team als erstes 4 Punkte hat. Bitte schön, Klaas. Ich würde auf Ziegen werfen. Ich habe das in der Sendung mal gemacht, jetzt letzte auf Ziegen geworfen. Das auf Ziegen geworfen. So klang das ein bisschen gut. Ja. Ganz ehrlich, das ist oft so, dass man irgendwie sagt, ey, wie schlimm ist das? Und dann stellt man fest, das haben wir irgendwann schon mal gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Was? Aber auf Ziegen haben wir nie geworfen. Also du, Männer, die also auf du willst starren. Auf Ziegen werfen, dann wirf auf Ziegen. Männer, die auf Ziegen starren, schön. Ja, also praktisch so mit George Clooney. Von, ja. Sehr richtig. Oh, stark. Getroffen. Hier kommt. Wenn jetzt Justin Bieber kommt. Pass auf, jetzt kommt der Song. Ey. Ja, ja. Klaas und Joko, wollt ihr auflösen oder wollt ihr? Wir wollen auflösen. Okay, und ihr sagt? Wir sagen, Kylie Minogue can't get you out of my head. I told you. Wir hören mal rein. Sehr gut. Und das ist richtig. Ja. Aber ihr beide wart auch schon. Melissa hat es. Genau, ich habe gesehen, Melissa so, ich weiß nicht, aber nicht verraten. Riesige Streber. Und nicht nur so, sag mal. Melissa und Amius, das sind die Felder, die ihr treffen könnt. Wo soll ich drauf werfen? Ey, beim Einschlafen, wenn das was jetzt. Wir werden sofort beim Einschlafen hören. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, Amius und Melissa, habt ihr eine Idee? Nicht schlecht, ich habe auch genau an der Stelle bin ich auch hängen geblieben. Weißt du was? Ich jetzt nicht, ja. Wir sollten was wagen? Oh, nee. Hast du denn was? Nee. Gut, nee, dann gehen wir rüber zu Jürgen und Klaas. Ihr könnt werfen und dann auflösen, wenn ihr wollt. Ja, die wissen's. Perfekt. Yes. Gut. Hier kommt die Unterwasser-Version.
Okay, okay, okay. Bin noch zu Ende. Okay, was? Meine für den möglichen zweiten Punkt. Meine allererste Vermutung war doch richtig. Dragostea Dentei. Und wir wollen mal reinhören, ob das stimmt. Und es ist richtig. Wahnsinn. Sehr gut gelöst. Wahnsinn. Von Ozone. Ja, schade. Und dieses, erinnert ihr noch dieses großartige Video? Auf dem Flugzeug. Ja. Momentan liegen Joko und Klaas vorne. Amy ist und Melissa, ja, ihr bitte. Startet in den nächsten Song. Mhm. So sieht er auf unserem Boden aus. Das sind die Bereiche, die ihr treffen könnt. Stimmen im Kopf, der größte beim Zähneputzen, von Bären verfolgt. Chipmunks auf Speed finde ich immer noch großartig. Hm. Und die so schönen Ziegen. Schaffst du das? Ziegengädchen. Ziegengädchen. Ziegenbär. Ziegenbärtchen. Gut, okay. Dann mach mal. Ah, ja. Amius. Er versucht Wackelkontakt. Und ich habe auch herausgefunden, umso weiter weg das ist, umso einfacher ist es wahrscheinlich. Ja? Hau rein. Ja, ist Jawohl. Drin. Wackelkontakt okay. getroffen. Gut. Hier kommt der Song in der Wackelkontakt-Version. Habt ihr eine Idee? Ich brauche den Moment, Songtitel. Moment, eine Sekunde. Ja, ich sag's ihm nur schnell, damit okay, er, damit, ja. er ab, damit er approven damit kann. Damit ich absegnen kann. Ja, genau. Go Easy von Adele. Go Easy ist falsch. Das ist, nein, aber es weil ist der Song anders heißt. Wie heißt ah, come on. Denn? Da ist doch. Easy on Me. Ach, das so. Hätte jetzt Moment ja. mal, aber warte mal. So okay, klingt er, hör mal. Ja, easy on. Einfach nur easy? Nein, easy on me heißt er. Es tut mir leid, Melissa, aber sehr stark, dass du es erraten hast. Schade. Aber damit wandert der Punkt zu Joko und Klaas. Ja. Joko und Klaas liegen vor. Gerne. Und hier kommt der nächste Song und die nächsten möglichen Felder. Ja, habt ihr Spitze gemacht. So. Ein Punkt braucht ihr noch. Draußen vor der Club. Ich fand. Aliens im All finde ich auch gut. Ja. Unter Wasser? Frei. Oder draußen vor der Clubtür ist auch nicht schlecht. Ich vertraue den allen. Aber dann brummt es nur. Alles schwer. Ja, dann machen wir unter Wasser. Hier kommt die Unterwasser-Version. Oh. Nee, warte. Das dauert einen Moment, das ist länger aufzuschreiben. But you know? Mhm. But you... Solltet ihr richtig tippen, gewinnt ihr das Spiel? Ja. Willst du es auflösen? Stimmt, ja, er will. A wannabe von den Spice Girls. I tell you what I want, what I really want. Ah, ja, Mann. Wollt ihr das auch sagen? Ja. Wenn das richtig ist, dann habt ihr gewonnen. Ja. Wir hören rein, hier ist der Song. Damit haben Joko und Klaas einen weiteren Punkt. Komm bitte zu mir. Melissa, Amy, yes. Kommt runter. Joko und Klaas, komm bitte runter. Komm bitte runter. Da haben wir beide sehr unangenehm getanzt. Das möchte ich, dass ihr das macht. Ihr müsst mal wiederkommen, weil ihr wart das erste Mal hier, müsst noch mal kommen. Ja, wir kommen sehr gerne. Glückwunsch, habe ich gerade gesagt. War gar nicht ernst gemeint. Glückwunsch. Aber ganz im Ernst, zum Leben. Melissa, dass du das gehört hast, eben gerade mit Adele und das mit dem Songtitel, tut mir natürlich in dieser Sekunde leid. Aber that's the name of the game. It is. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank an Melissa und Amius. Danke. Auf ganz bald. Danke. In die Richtung geht's. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ihr könnt auch da, aber wir freuen uns auch, wenn ihr da hingeht. Wie hast du Wannabe erkannt unter Wasser? Ja, es ist, vor allen Dingen viel wichtiger ist, ihr kennt diesen Film In and Out mit, ich glaube, Kevin Klein? Oder wer spielt da mit? Oder ist es, also es gibt diesen Film In and Out und da läuft immer so ein Song von Barbara Streisand und er muss einfach tanzen. Und so habt ihr gerade auch getanzt. So ähnlich ist es, wenn die Spice Girls laufen. Oder von mir ist auch Take That. Da können wir nicht mehr an uns halten. Ja. This is my world.